Willkommen hier im Turbo 108 Channel. Freut mich, euch wiederzusehen. Ja, zwar geht es jetzt so weiter. Ich habe wieder eine Uhr und diese Uhr ist richtig cool. Wieder eine, wo ich sagen muss, Batman würde sie anziehen. Wie sieht diese Uhr aus? Check die aus. Ich drehe die Kamera gleich um. Bis gleich. Und zwar, tada, eine G-Shock. So, wie G-Shocks ja immer typischerweise ankommen, in so einer fetten, geilen Dose. Gebt euch mal das her. Trinkt mal kurz Tee, ist auch nicht schlecht. Hier. Hilft das, schön meinen Hals ein bisschen zu ölen. Zwar jetzt hier, schaut mal das an. Also, ja, schwierig mit einer Hand, aber. Mein Stativ muss ich machen. So, hier, schaut mal. Also, das ist das Erste, was ihr in die Hand bekommt danach. Hier, schön durchsichtiges Teil, zack, weg. Ja. Also mir gefällt immer dieses Unboxing. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ich glaube, jedem geht es so, wenn was ankommt. Aber diese Uhr habe ich schon einmal rausgeholt. Ist also nicht so neu für mich. Aber ist auch nicht alt, eine Woche alt ungefähr. Habe ich einmal angezogen. So, hier ist innen drin dann immer so ein Teil. Wer sich mit Uhren auskennt, weiß, dass die immer dabei sind. So, und dann hier. Hier ist war noch ein Preisschildchen dran. Oder Artikelnummer, wie auch immer. Zack. Das ist die GA 2100 1A 1ER. Auch Casio-Org genannt, weil sie so eine Oktavform, also achteckig ist. Jetzt kommt sie. Gebt euch das hier. Was für eine geile Uhr. Also ich habe mich wirklich für diese Uhr hier entschieden, weil es gab ja verschiedene. Also man weiß nie, man liebäugelt mit allen Farben. Es gibt Rot, es gibt Gelb, es gibt, ich glaube, Gelb gibt es auch, Blau auf jeden Fall auch, Grau, dann gibt es noch so mit Militär außenrum, mit so Tarnfarben, ja, kariert, wie auch immer. Innen drin mit so weißen Lünette. Nicht Lünette, diese Zeiger halt innen drin. Ja, aber ich finde es in so komplett in Schwarz, weil ich bin, wie gesagt, von meiner anderen Uhr auch, die ich ja präsentiert habe, ich bin so ein richtiger Stealth-Fetischist. Ich mag einfach dieses Stealth. Achso, ich habe vergessen. Die Dose war ja hier drin. Hier in so einer schönen schicken. So einen schönen schicken Karton. Könnt ihr das dann schön aufbewahren? Ich tue es aufbewahren natürlich. Ich schmeiß das nicht weg. Ich bewahre alle meine Uhrboxen auf, weil das einfach schön ist. So, und jetzt nochmal dazu. Schaut euch mal das hier an. Diese achteckige Form. Hier. Und dann noch dieses Resin. Richtig schön auf der Hand. Wie ihr wisst, oder? Ihr kennt euch ja aus mit G-Shocks. Die kommen fast immer mit so einem schönen Resin. Ummantelungen an. Ich habe auch schon einige. Nicht von denen, aber ich habe noch so andere, die Square genannt werden, viereckig. Sagt man vier, aber es sind eigentlich gar nicht nur vier Ecken, aber trotzdem egal. Also, was ich auch cool finde, sind hier die Schrauben. Man kann das leicht lösen und dann einfach umwechseln. Gibt es bei AliExpress einige Mods mit Metall, mit verschiedenen Farben. Man kann auch, wenn es mal verkratzt, einfach wechseln. Ganz günstig bei AliExpress oder bei Casio, weiß ich jetzt nicht, wie viel es kostet. Hier auf der Rückseite könnt ihr sehen: Carbon Core Guard. Hier ist also innen drin, wenn ihr das seht, ist Carbon. Was das auch noch sehr leicht macht. Die Uhr wiegt ja ziemlich wenig, irgendwas mit 50 Gramm oder so. Dann noch dieses Resinoband. Ihr seht jetzt einen kleinen Gap hier. Normalerweise ist das komplett zu. Aber ich habe jetzt hier die andere, wie heißt das? Diese Spange da, wo man so reinlegt. Ich habe jetzt die andere reingelegt, weil ich habe mir, tada, ich habe mir eine fette Kombi-Bracelet geholt. Kombi-Bracelet. Hier, das heißt Metall verbunden mit Resin oder Plastik. Und das Teil ist so leicht. Ich habe mich so gewundert, als es angekommen ist. Dachte ich mir, was ist das? Das wiegt gar nichts.
Ich habe viel, viel mehr erwartet. Ich trage ja auch öfter so schwere Uhren, was weiß ich, ja, Metallene halt. Ich zeige ja jetzt alle, fast alle in meinem Channel, dann seht ihr das auch. Ich trage ein bisschen schwere auch manchmal. Die sind fast alle schwerer und ja, eigentlich sind alle schwerer wie die Uhr hier, wie die Casios. Die sind meistens viel, viel, also wie die G-Shocks meine ich. Sind alle viel, viel leichter. Und das ist eine Mod, die habe ich aus AliExpress geholt. Aber die Preise von den Kombi-Bracelets, die Original von Casio, brauche ich gar nicht sagen. Wer sich da auskennt, weiß genau, da muss man schon 100 € hinblättern für so eine Originale. Aber ich habe da dafür weniger gezahlt. Auf jeden Fall, schaut euch das mal an, ey. Ich ziehe sie kurz an. Einen Moment. Yeah. Yeah. Hammergeil. Also wer da nicht geil sagt, dem kann ich ja echt nicht weiterhelfen. Also. Ja, ich habe gerade. Irgendwie ist der Fokus ein bisschen spinnig hier. Schaut den Gap. Also lasst euch nicht davon jetzt, von der Lücke hier, lasst euch davon nicht täuschen. Die ist überhaupt nicht vorhanden normalerweise. Wie gesagt, ich habe andere Stäbe drin. Stäbe sind das hier. Diese Stäbe. Ich weiß nicht, wie man die nennt. So. Federstäbe oder so, gell? Ja. Ach komm, fokussier bitte. Ja, hier diese Federstäbe. Ich habe da ein bisschen dickere normalerweise, die Originalen, aber ich habe die irgendwie nicht mehr. Weil ich benutze ja, wie gesagt, das hier. Und da passen die Federstäbe nicht vom Original rein. Die sind viel zu dick. Deswegen habe ich andere, so feinere. Die sind gerade hier drin. Und die Original-Resin-Bänder, die brauchen halt die dickeren, weil sonst haben die ein Gap drin. Ja, brauche ich jetzt nicht beschreiben. Das wisst ihr ja dann. Aber schaut euch mal diese Uhr an, ey. Also, als ich die das erste Mal anhatte, ja, da habe ich mir gedacht, ist die vielleicht viel zu groß? Also, weil ich habe mir ein paar Rezensionen und Videos natürlich angeguckt, Beschreibungen, Videos von anderen, und die sagen, dass die ein bisschen zu groß ist. Aber ich finde, dass die Uhr richtig, richtig männlich wirkt. Also, sie wirkt nicht zu groß. Ich finde, sie wirkt nicht groß, vor allem, wenn man halt starke Arme hat oder so, ist es gerade noch geiler, wenn man dann so eine Uhr hat. Dann wirkt's halt auch nicht so groß. Aber wenn man jetzt kindlich ist, sag ich mal, kindliche Hände, kindliche Arme hat, dann kann es sein, ich weiß es nicht, ich habe es nur nicht gesehen, dann kann es sein, dass es vielleicht ein bisschen von dem Empfinden her ein bisschen zu groß wirkt. Aber ich, für meinen Teil muss sagen, dass die Uhr richtig, richtig schön ist. Also, und auch. Auch vom Resin-Armband ist nicht mein Style, es gefällt mir nicht. Ich habe alle meine Resin-Bänder von meinen anderen G-Shocks. Ja, man hört viel hier. Entschuldigung. Also, ich habe alle meine G-Shocks, die Resin-Bänder von denen, alle ausgewechselt und mir gefällt das einfach nicht. Das ist mein Geschmack, mein Empfinden. Kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber es ist nicht schlecht, es ist wirklich gut, gemütlich, man kann es gut anpassen. Schaut es euch an, so viel Auswahl, so viele Löcher zum Größen anpassen hier. Ich finde halt nicht schön, auch dieses, ja, diese, ja, wie sagt man, diesen Teil, dieses metallene Teil da, das sticht voll heraus und naja, es muss nicht sein, also. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, für die Stealth-Optik. Das ist richtig hammergeil. Mit diesem schönen Metall, Plastik, hier Metall. Also mehr Batman für so wenig Geld. Also die Uhr habe ich günstig geschossen. Gibt sie jetzt im Moment auch über, ich sag, knapp über 70 €. Kann man die immer schnappen zurzeit. War auch kurz davor. Nicht, weil ich sie nicht wollte, aber ich habe den Sto fast schon Gebrauch abgebrochen, den Kauf, weil ich habe mir gedacht, komm, kauf dir doch die Solar, weil jetzt ist ja die Solar angekündigt worden und dann dachte ich mir, was mache ich da jetzt? Soll ich den Kauf abbrechen? Aber dann dachte ich mir, okay, für 70 €, was willst du da falsch machen? So eine Batterie wechselst, ist doch scheißegal. Pff, alle 10 Jahre. Ja, okay, alle 10 Jahre nicht. Das bei den anderen G-Shocks ist es 10 Jahre, bei den Square, die viereckigen. Aber bei denen hier ist es so knapp 3 bis 4 Jahre kann man mal einen Batteriewechsel, aber die kosten ja nicht viel. Ein paar Euro vielleicht, 2, 3 Euro, weiß ich jetzt nicht. Aber
Ist ja auch egal, dachte ich mir, es ist ja nicht teuer. Wie viele Jahre kann man da Batterien wechseln, bis es mal auf die 150 kommt, was für eine Solar bezahlt werden muss, ja. Die 70 Euro mehr. Dachte ich mir, okay, komm, behalte jetzt die Uhr. Aber ich kaufe mir danach trotzdem noch eine andere in Solar. Also das hier ist meine Nachtuhr sozusagen. Und die Solar kaufe ich mir dann auch noch und die trage ich dann tagsüber im Sommer. Wow. Also ey. Ich weiß nicht, das ist einer meiner Lieblingsuhren. Seitdem ich die anhatte, habe ich so viel Liebe für diese Uhr entwickelt, innerhalb von 2, 3 Wochen. Und ich habe die nur einmal angehabt oder so am Tag und zu Hause ein bisschen. Aber trotzdem, wenn ich die mir anschaue, muss ich jedes Mal lächeln. Also. Und beim Einstellen ist es nicht so, wie man. Ich habe auch kaum eigentlich im Internet was gefunden dazu. Einstellen kann man da ziemlich einfach mit diesem Mode unten und drückt auf Start oder so eine Weile oder Mode, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Schaut euch lieber mal im Internet um, da gibt es eine Anleitung, könnt ihr euch runterladen. Und das macht ihr einmal, dann stellt ihr ein, welche Zone ihr seid. Wir sind ja aus Deutschland, also gibt es hier einen Funk. Und der tut sich dann mit dem Funk verbinden und stellt dann den Datum. Hier unten seht ihr ja in der Mitte die Tage ein. Das macht alles die Uhr von selbst. Also ihr müsst gar nichts machen. Man kann es, glaube ich, auch von selbst machen. Habe ich nicht gemacht, weil, wie gesagt, es hat ja Satellitanschluss. Und es verbindet sich dann sozusagen mit Atomuhren, die sich ja um die Welt herum gibt es, die im Globus, glaube ich, 6-mal oder 10-mal, keine Ahnung. Aber zu 6 von denen hat es, glaube ich, Anschluss und in Berlin ist ja eine davon. Genau. Also, wenn ihr die Uhr seht, irgendwie im Laden, sonst wo, probiert sie mal anzuziehen. Gebt der Uhr mal eine Chance, auch wenn sie mal nicht vielleicht auf euren. Oder wenn ihr mal. Ich glaube, wenn man sich das Video anschaut, dann hat man schon Interesse für die Uhr gehabt. Sonst klickt man ja nicht drauf. Aber wenn ihr mal eine Chance habt, die Uhr einfach anzuziehen und denkt so, die war gar nicht auf dem Schirm, aber ich. Ja. Dann probiert die mal aus und ihr werdet überrascht sein. Die Uhr ist wirklich geil. Die ist so leicht, flach. Man kann alles anziehen. Also Pullover geht leicht drüber oder Jacken gehen leicht drüber. Es wirkt nicht so knubbelig, weil wenn man fette Uhren hat, habe ich jetzt nicht viele, aber wenn man die anhat, dann bildet sich so eine Art Wulst über die Stelle und das sieht dann einfach scheiße aus. Aber bei der Uhr hier oder bei Casio G-Shocks allgemein ist das nie gegeben, also war das noch nie ein Problem. Und die Uhr hält auch viel aus. Also es ist G-Shock Quality. 10 Meter tief kann man schwimmen. Ich glaube 10 Bar Druck hat er, ja. 10 Bar Druck. Dann aus 10 Meter, das muss ja diese Qualitätsstandards haben, 10 Meter darfst stürzen oder so. Also auf jeden Fall würde ich es nicht tun, aber würde es aushalten. Das Glas ist aus Mineralglas. Ist jetzt kein Saphir, aber ganz ehrlich, meine erste Uhr, die habe ich schon 12 Jahre und ich werde die auch mal präsentieren, so eine Solar. Und die hat, was hat die, ein paar, vielleicht ein Kratzer oder so. Und das Glas kann man auch leicht wechseln. Oder man kauft sich einfach, habe ich auch gemacht, ich habe mir so eine Art Schutzfolie gekauft, die muss jetzt noch übers Internet, die muss noch ankommen, Versand. Und dann mache ich auch die Folie drauf, ja. Und dann ist das auch schon Panzerglas geschützt. Also ganz ehrlich, da braucht man nicht unbedingt immer so ein Saphirglas. Wenn Saphir kommt, dann auch nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob bei der neuen, abgedateten Version mit Solartechnik, ob da auch schon Saphirglas eingebaut wird. Wäre nicht schlecht, wäre echt zu wünschen. Und ich denke, das wäre das Upgrade auch wert, wenn Solar drin ist, Saphirglas. Und ja, trotzdem, ich werde mir die andere noch holen. Wunderschön, Casio. Eine geile Uhr. Ich habe mir eigentlich G-Shocks gekauft als nur die Square, die viereckigen. Und habe nie gedacht, mir die runde hier zu kaufen. Aber dann habe ich die Farbe gesehen. Die komplett in Schwarz. Schaut doch mal. Im Dunkeln sieht es halt geil aus. Und es ist auch einfach zu lesen. Es ist nicht so, dass es schwierig ist. Ich habe gedacht, ach scheiße, im Sommer oder so. Oder wenn ich draußen bin, vielleicht kann ich das nicht lesen. Aber es ist nicht so. Und dann drückt man auch hier drauf. Schaut. Das Power Illuminator. Dann leuchtet unten rechts das Licht auf und man kann lesen, welche Uhrzeit ist.
Datumanzeige, Sekundenanzeige ist auch drin. Also, wenn euch das Video gefreut hat, getaugt hat, ja, freut mich, wenn ihr mich abonniert. Und Videos werden folgen über Uhren, über meinen Lifestyle halt. Man, nicht nur mein Lifestyle, ich mag einfach Uhren und meine Hobbys. Und allgemein Lifestyle-mäßig zeige ich euch da schon was. Auch Autos noch, die ich ab und zu mal fahre. Ja, ansonsten viel Spaß und genießt das Wetter. Ist ja schön draußen. Bis dahin, ciao.